Zum Skisport dazu gehört auch ein bisschen das Training zu Hause. Natürlich kann ich jetzt nicht im heimischen Keller mit einer 9mm, 22er oder wie auch immer schießen, aber ich kann Trockentraining betreiben. Trockentraining hilft unwahrscheinlich dabei, die Fingerfertigkeit am Abzug, Grifftechnik, Standtechnik zu trainieren und diese auch beizubehalten und zu optimieren. Eine Möglichkeit, Trockentraining zu Hause zu betreiben, ist zum Beispiel mit Hilfe einer Laserpatrone. Ich habe ja für ein anderes Video bereits schon mal demonstriert, hier von Eagle Impact, diese 9mm Laser-Impulspatrone, die es mit diesen Schießkinosystemen zu verwenden gibt. Diese Patrone kann man auch wunderbar dazu verwenden, um zum Beispiel visuell darzustellen, wie ich auf eine gewisse Distanz hin beim Schießen vorne treffe. Das ist ein bisschen sinnvoller in meinen Augen, als immer nur repetieren oder spannen, Klick, wo ich nicht sehe, wenn ich zum Beispiel mit einer Pufferpatrone schieße oder Trockentraining betreibe. Ich habe jetzt hier die Glock 17 Gen 4 FS und wie gesagt einmal eine Laserimpulspatrone. Die laden wir. Und dann gehen wir letzten Endes genauso vor wie am Stand. Ihr seht, ich habe da vorne eine Scheibe aufgestellt, die ich jetzt in einem Abstand von, sage ich mal, 5, 6, 7 Meter, ich habe es nicht nachgemessen, anvisiere und dann einfach drauf schieße. Mit der Laserpatrone. Es passiert ja nichts. Kurz in den Reset gehen nach dem Schuss. Und ihr seht anhand des eingeblendeten Videobildes, es erscheint vorne im Spiegel ein kleiner roter Punkt, ganz kurz, das ist der kleine Laserimpuls und ihr seht, wo ihr ungefähr landet. Würde ich jetzt ganz dramatisch den Griff total verkanten, würde ich irgendwo komplett außerhalb liegen, wie ihr gerade gesehen habt. Und das würde natürlich bedeuten, dass damit auch ein Schuss mit einer scharfen Patrone irgendwo komplett außerhalb landen würde. Ihr seht also, mit relativ kleinen Mitteln, für kleines Geld, kann man mit einer solchen Laserpatrone, die es wieder bei Eagle Impact anscheinend gibt, kann man durchaus für zu Hause sich ein kleines, gemütliches Trainingsprogramm auf die Beine stellen, um einfach ein bisschen die Fingerfertigkeiten zu Hause zu trainieren. Dieses Trockentraining macht auf jeden Fall Sinn. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. 10 Minuten am Tag reichen im Grunde genommen schon aus. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.